Der SPD-Fraktionschef Thomas Oppermann fordert ein generelles Bleiberecht für Kinder, die Deutsch sprechen. Flüchtlingskinder, die perfekt Deutsch können, sollen nicht mehr abgeschoben werden. Thomas Oppermann fordert eine Reform des Zuwanderungsrechts. Arbeitgeberverband und Bundesagentur für Arbeit sehen das genauso. Jugendliche bewerfen Helfer des Roten Kreuzes mit Steinen. Jugendliche haben in Halberstadt eine Notunterkunft für Flüchtlinge angegriffen. Sie bewarfen DRK-Helfer, dabei wurde eine 20-Jährige an der Wange getroffen und leicht verletzt, teilte die Polizei mit. Zudem sei mehrfach "Ausländer raus" skandiert worden. Die CSU verteidigt ihren harten Kurs in der Flüchtlingspolitik. Der CSU-Generalsekretär Andreas Scheuer nannte den Zuzug von Flüchtlingen übergroß und kaum auszuhalten. An den Grenzen stehen 60 Millionen Flüchtlinge. Wie sollen wir diese Massen Herr werden? Wir können nicht die ganze Welt retten, sagte er. Die Fraktionsvorsitzende der Grünen im Bundestag, Katrin Göring-Eckardt, bezeichnet die Rhetorik von CSU-Politikern als menschenverachtend. Den realen Brandstiftungen gehen meistens rhetorisch vorweg, entgegnete Ralf Stegner, der stellvertretende SPD-Chef. Google löscht Karte mit Flüchtlingsheim. Mehrere Tage hatte Google zuvor den Fall geprüft, nachdem Aktivisten gegen die Karte Sturm gelaufen und Google aufgefordert hatten, das Werk zu löschen, weil es zu Anschlägen ermutigen könnte. Die Karte wurde bereits vor Monaten vor der Initiative "Kein Asylantenheim in meiner Nachbarschaft" ins Netz gestellt. Immer mehr dumpfer Hass vergiftet das Internet. Laut Europarat nehmen nicht nur in Deutschland, sondern in ganz Europa die Verbreitung von Gewaltaufrufen und rechten Tiraden im Internet dramatisch zu. Die Organisation Jugendschutznet, die 1997 von den Bundesländern gegründet wurde, warnt davor, dass vor allem in sozialen Medien immer unverhohlener Hass verbreitet wird. Vor allem Antisemitismus, Rassismus und Islamfeindlichkeit würden auf diese Weise gestreut, heißt es im Jahresbericht des Ausschusses gegen Rassismus und Intoleranz. Andreas Zick, Konflikt- und Gewaltforschung an der Universität Bielefeld, geht davon aus, dass selbst mit einer anderen Verteilung der Flüchtlinge und mit Aufklärung über deren Schicksale das Problem nicht zu lösen ist. Menschen, die Brandanschläge auf Flüchtlingsheime verüben, wenden sich gegen Demokratie und das bestehende Rechtssystem, sagt Zick. Gleichzeitig vernetzen sich immer mehr Gegenbewegungen und Facebook-Gruppen pro Flüchtlinge und für ein tolerantes Deutschland. Zahl der Angriffe auf Asylbewerberheime massiv gestiegen. Im ersten Halbjahr 2015 hat es bereits mehr Anschläge auf Flüchtlingsunterkünfte gegeben als im gesamten Vorjahr. Im Jahr 2014 wurden insgesamt 203 Übergriffe gezählt. Ausländer entlasten den Sozialstaat. Die in Deutschland lebenden Ausländer entlasten den Sozialstaat in Milliardenhöhe. Die 6,6 Millionen Menschen ohne deutschen Pass sorgten im Jahr 2012 für einen Überschuss von insgesamt 22 Milliarden Euro, wie eine Studie des Zentrums für europäische Wirtschaftsforschung ergab. Jeder Ausländer zahlt demnach pro Jahr durchschnittlich 3.300 Euro mehr Steuern und Sozialabgaben, als er an staatlichen Leistungen erhält.